Ja, hi, ich bin Jency vom Jency Porny Casino. Ich bin hier Gitarrist und Leadsänger. Und ja, es geht hier irgendwie um mein Equipment irgendwie, ne? Okay, also Gitarre, das ist eine Fender Jazzmaster Gitarre. Das ist auch so ein, irgendwie so ein 60er Jahre Modell. Also die Art, die ist aber nicht alt oder so. Ich glaube, die ist irgendwie aus 90er Jahren. Ich habe die von Bekannten von mir, die ich hier mal im Studio aufgenommen habe, von so einer Band, die hieß Surf Patrouille und die heißen jetzt Super Cobra. Von so einem Bekannten habe ich die, der hat mir die quasi aufgedrängt und dann habe ich die so gekauft und irgendwann hat es mir echt sehr gut gefallen. Die spiele ich halt hauptsächlich live so, ne? Also Jazzmaster ist das Modell. Ist schon auch ziemlich runtergespielt. Es ist keine besonders, wie gesagt, nicht aus Original aus den 60er Jahren für Tausende von Euros, sondern irgendwie relativ günstig. Nur diese Pickups hier, die Tonabnehmer, die sind, ich weiß ja nicht, wie die heißen, ich glaube, das sind Fender und Dinger auch, aber die sind richtig gut und auch ein bisschen teurer. Das sind halt so, ich glaube, das nennt sich Soapbar Pickup, das heißt auf jeden Fall Single Coil, also mit einer Reihe nur, weil mit Humbuckern kann ich überhaupt nicht spielen, also das geht irgendwie gar nicht, passt irgendwie nicht zu meinem Style. Ich kann sie auch überhaupt nicht bedienen, es gibt keine Dynamik irgendwie für mich. So. Das muss auf jeden Fall Single Coil sein und die haben halt so ein bisschen dickeren, aber Single Coil Sound und yeah, genau. Und das ist eigentlich auch schon, die lässt sich echt geil spielen und das Tremolo ist cool und yes. Selbst hier so ein Sendersystem, das besteht schon zur Hälfte aus Gaffer Tape, weil das muss auch immer wieder dran geklebt werden. Das billigste Sendersystem, was man irgendwie bei Thomann oder irgendwo kaufen kann, das geht einfach da in die Box rein da. Das ist halt auch für live, aber ich nehme das eigentlich auch, also, weil ich zu faul bin, hier ein Kabel reinzustecken, nehme ich das halt hier im Proberaum einfach auch. Das Wireless System. Ja, yeah, also ich nehme immer so ein 100er Pack, kaufe ich auch mal bei Thomann. Das ist irgendwas, ist der Jim Dunlop oder so, relativ dicke, ich glaube so ein, was ist denn da, Dave? Also relativ feste Teile, ich weiß nicht immer die Stärke. Ein Millimeter, ja, genau, muss so relativ fest sein, das ist auf jeden Fall wichtig, nicht zu dünn, sonst kann man überhaupt nicht irgendwas hier kontrollieren. Seitenstärke ist 12er Seiten. Ich habe mal ganz früher auch mal irgendwie 13er probiert, weil das muss auf jeden Fall so twang und dick sein und so. Das war mir aber dann immer ein bisschen zu heftig, weil 13er Seiten kann man ja halt fast überhaupt nicht ziehen und so. Und also 12er Seiten finde ich echt okay für diese Zeit. Und generell auch so 12er Seiten. Auf allem auf die Stärke 12. Genau, so, jetzt geht der Sound quasi da rein und das ist hier das mein Effektboard. Das ist schon ein bisschen älter. Und das ist so, soll immer so, das sieht auch so geil abenteuerlich aus und das soll auch so. Das nehme ich halt so, eigentlich nehme ich die meiste Zeit, geht das eigentlich nur hier so durch. Haben wir hier Ibanez Digital Delay. Das ist ein Kompressor, aber auch irgendein Billo-Teil, weiß ich nicht. Der Schaller, Tremolo, das ist so ein Klassiker, Sound. Der klassische weiße Bass-Tuner. Das ist so ein relativ teures Electro-Harmonic Reverb Unit. Holy Grail Reverb. So, das klingt aber echt cool. Das ist weil halt so ein Spring Reverb, also Halsspirale nachmachen. Und das macht es ganz geil. Das klingt echt ganz gut. Ja, das ist so Billo, uralter. Als ich noch ein Kind war, hatte ich das, glaube ich, schon als Teenager, war Ibanez Distortion Box. Die ich einfach hier für den entnehme. Stromversorgung. Das ist sie, ja genau, das ist die Sender-Anlage, genau hier, der das da hier aufnimmt. So, Tremolo ist halt so, das klingt okay, das muss manchmal kommen, dann ist hier ein Delay, einfach total Delay. Das ist so ein Rockabilly Delay, ein ganz einfaches von Ibanez, das ist hier so ein Kompressor, das ist irgendwie, es gibt einfach ein bisschen mehr Schub manchmal, das ist so ähnlich wie das Torch, ist aber eigentlich kein, also es wird eigentlich alles nur ein bisschen lauter, das ist dieses. Na, ich weiß noch nicht mal, ist es so eine Billigmarke? Ich weiß noch nicht mal, wie die Marke heißt. Genau.
es ist wie gesagt einfach so ein Kompressor. Das Ding da, das ist ein. Ja. Ja, das ist ein, das Torsion Box, das ist für den unteren Amp. So, ich erzähle erstmal die Amps. Hauptsächlich ist erstmal wichtig hier Fender Twin. Das ist auf jeden Fall echt wichtig für den Sound. Also ich kann nicht über einen Marshall oder so spielen. Und der hat halt voll viel Höhen und der hat was eine coole Halsspirale. Das sind auch immer alle Regler hier auf 10 aufgedreht bei mir. Der macht den Hauptsound und das muss irgendwie so eine, viel Twang und viel Höhen und so Kram. Also. So, und dann eigentlich, was das Problem dann ist, ist, dass es manchmal immer eigentlich nicht genug Schub hat irgendwie. Das hat halt viel Höhen. Und irgendwie fehlt dann aber halt irgendwie, ist mir dann im Laufe der Jahre nochmal so dachte ich immer so, entweder bin ich viel zu laut oder ich bin irgendwie ein bisschen zu dünn, der Sound. Und darum habe ich diesen, so ein Billow-Amp, das ist irgendwie Pearl, das ist so ein japanischer Remake vom Twin, der ist, also das ist ein Billow-Transistor-Amp, der ist aber ziemlich laut. Und da mache ich dann quasi halt Folgendes, hier ist noch diese alte Billow Distortion Box, die macht dann irgendwie halt so eine Art Bassfundament einfach nur. Hier sind auch nur die Bässe reingedreht, alles andere komplett raus. So, und das sind dann so einen komischen bassigen Sound. So, und dann mache ich jetzt den oberen Twang-mäßigen an. Zusammen klingt das geil. Gerät, wenn der Hall nicht reicht von dem, dann muss da mehr Hall manchmal kommen, dann ist er da. Yeah. So, das ist eigentlich alles. Also was wir live so da so benutze und das ist.